Hallo und herzlich willkommen. So, wir haben ja in der letzten Folge Polen erobert und müssen ja jetzt aufpassen, dass Frankreich hier uns nicht überrennt, weil ihr seht, die haben ja bessere Soldaten wie unsere. Wir haben normale Korps hier, haben nur hier unten jetzt erstmal eine bessere Einheit. Aber wir müssen unsere Runde erstmal noch beenden. Ne? Ja, wenn wir jetzt natürlich hier mit unserem Flieger, ja, ich glaube, wir greifen erstmal mit unserem Flieger den hier an. Oh, der hat auch einen Flieger hier hinten, ne? Shit! Da hätte man natürlich aufpassen müssen. Hier kommen wir nicht in Reichweite und da auch nicht. Achso, mit dem haben wir schon angegriffen. Ja, mit dem nicht. Was kostet der hier zum Aufwerten? Maximal 4 Points. 40, na okay, dann machen wir die 80 voll. Dann ist der Flieger auf jeden Fall safe. Mit dem müssen wir aufpassen, dass wir den nicht verlieren. So. Die werden wir an die russische Grenze hier hinbringen. Und die ziehen wir jetzt trotzdem mal mit rüber zu Frankreich. Wir können natürlich auch unsere Einheiten an spezielle Bewegung geben. Mal schauen, ob wir irgendwo eine Einheit hier noch haben. Nö. Haben wir alle schon durch. Operate zum Beispiel, also Operate ist die spezielle Bewegung und die kostet euch 25 Punkte, aber das machen wir jetzt nicht. 116, 100, ah, fehlen uns immer noch Punkte. Ja, ihr seht schon, die Einheit hier, die was bei uns unsere Fabrik hier eingenommen hat, ja, die nimmt fast überhaupt keinen Schaden. Die wird schon so eingebuttelt sein, ey. Also verschanzt, dass wir hier nicht rankommen. Wir könnten es nur mit denen hier probieren. Ja, da haben wir wenigstens mal ein bisschen eine Chance. Hier gar nichts. So, mit dem hier auch nicht. Ja, schauen wir mit unserem Panzer. Hier nachziehen, wobei wir dann aufpassen müssen, dass wir die später auf jeden Fall auch wieder für Russland brauchen, ja. Das sind unsere guten Einheiten, ne? Ja, die sind alle verschanzt hier. Außer der, den werden wir auf jeden Fall zum ersten Mal aufwerten. 31 Punkte, schauen, dass die hier wieder voll sind. Da haben wir unseren Flieger mit 3. Wie viele Punkte haben wir noch? 80. Den mal hier runter. Den Flieger können wir noch bewegen. Ich glaube, wir lassen den auch bei den Russen hier drüben. Und den ziehen wir mal ein bisschen weg, weil der halt einfach viel zu viel angeschlagen ist. So, das war's erstmal. Unsere Schiffe müssen wir halt noch reparieren, aber da haben wir momentan... Ja, okay. Fürs U-Boot. Nee, müsste mal im Hafen sein. So, zum Beispiel wie hier. 55 Punkte. Unseren Kreuzer. Lassen wir erstmal. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal unser U-Boot in der nächsten Runde. Ja, wir brauchen bessere Einheiten. Der kauft einen Chor. Die Franzosen auch. Ja, Chor könnt ihr kaufen. Die sind nicht alles so gut. Oh, noch eins. Ja, jetzt haben sie uns für die Punkten ja schon fast überholt. So. Wie kriegen wir diese Einheit hier raus? Boah, schaut man denen ihre Erfahrung hier unten an. Eingegraben nur eins. Wir sind eingegraben zwei. Drei, eins. Na Gott sei Dank.
Die machen kein... Jetzt haben sie meinen Schaden wieder. Oh, vielleicht haben wir Glück. Und? Nein. Shit. Der fliegt... Ich will es eigentlich nicht riskieren. Komm, wir riskieren es jetzt. Und? Wir haben sie zerlegt. So, Fabrik gehört uns. Perfekt. Unser Hauptquartier. Wir müssen natürlich mit dem Flieger hier aufpassen. Das und das. Und unseren Panzer möchte ich jetzt eigentlich... Gehen wir mal hier. Ne, den ziehen wir mal nur bis hier hin. So, den Flieger können wir noch nicht aufwerten, sondern nur den hier. Was kostet uns das hier? 56 Punkte. Aber mach mal, ich will unsere Einheiten jetzt wirklich nicht so schnell alles verlieren. So, die können wir erstmal lassen. Da ist ja eigentlich noch nichts Weltbewegendes hier unten. Ne? So, und da müssen wir mal schauen, dass wir zu den Franzosen hier vorkommen. 264, wir können uns auf jeden Fall wieder was kaufen. Na, Franzosen und Großbritannien haben keine Punkte ausgegeben. Die werden jetzt auch sparen. Ja, die müssen wir aufwerten. Unsere guten Einheiten, die wollen wir natürlich nicht verlieren. Ja, jetzt können wir uns natürlich auch nichts mehr kaufen. Was kostet überhaupt so ein Schiff? Ein Panzer, 325. Gegen Infanterie 4. 4, 2. Da haben wir keine Chance. Ja komm, wir tun jetzt trotzdem mal den Flieger mit hier rüber. Bring unsere Einheiten nach vorne. Da werden wir die Fabriken hier mal beschützen. So, ziehen auf jeden Fall mal den Flieger nach. Das war's für die Runde. Wir sparen unser Geld auch erstmal. Wir müssten... Was war jetzt ein Panzer? 350, glaube ich. Ich will gar nicht wissen, was die sich jetzt dann kaufen, wenn die so viel Geld beieinander haben. 428, ey. So, wir müssen irgendwie... hier reinkommen. In dem Spiel ist es aber so, ihr könnt nicht Flieger gegen Flieger angreifen. Ja, die Flieger leisten hier nur Unterstützung. Also reiner Fliegerkampf geht hier leider nicht in dem Spiel. 1-0. Oh, 7 eingegraben. Na holla, die Waldfee. Wie kommen da wir jetzt hier nach vorne? Wenn wir die einkesseln, dann würden wir die doch eigentlich vom Nachschub abschneiden, oder nicht? Wenn wir jetzt hier runterkommen würden. Jetzt machen wir das einmal so. Da kommen wir leider nicht rum. Also ich denke schon, dass wir die vom Nachschub abschneiden, wenn wir bis hier runterkommen würden. Den Flieger mal noch nach. So, wir können uns kaufen. Schauen wir mal schnell hier rein. Panzer 325. Ja, Panzer könnten wir uns kaufen. Die Franzosen haben keinen Panzer. Also würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt erstmal nur die hier. Machen eine Runde beenden. Schauen wir hin, wegen einem Punkt. Na, wir werden aber hier, ich glaube, nicht runterkommen.
ein Flieger. Was wollen die Franzosen? Ah, der sammelt weiter Punkte hier. Der sammelt weiter Punkte. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier reinkommen. Dann mit denen. Boah. Der hat ja übelst der Fetz bekommen. So, die mal gleich aufwerten. Sicher ist sicher. 50 Punkte auf 9. Also 9 müsste jetzt eigentlich erstmal reichen. Muss ja nicht gleich 10 sein. Dann müssen wir mit denen hier mal noch nachkommen. Den hier rein. Na, da bin ich gespannt, ob das jetzt was bringt, wenn wir die eingekesselt haben. Die können ja eigentlich nirgendwo mehr hin. So, die lassen wir so. Runde beenden. Der hat seine Flugzeuge. Ah ja, Italien ist in Krieg beigetreten. So, Franzosen sparen weiter. Wir können hier auf Frankreich rein. Das werden wir auch gleich machen. Haben auch unsere Schlachtschiffe. Oh ja. Aber die Schiffe von den Italienern, glaube ich, sind eh nicht allzu gut. Die Frage ist natürlich, ob wir hier überhaupt irgendwas ausrichten können. Müssen wir mal gucken. So, also haben jetzt die Italiener eigentlich selber ihre Punkte. Schauen wir mal schnell hier rein. Da können wir auswählen. Genau, 0 Punkte. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Na, wir kriegen aber die Einheit hier nicht raus. Dann müssen wir es trotzdem mal auf 10 hier machen. So, dann... Ha, keine Chance, keine Chance. Dann ziehen wir mal weiter in Feindesland hier. Flieger. Da wird dann der mit angreifen. Den werden wir auch mal aufbessern. Das ist schon, also das Einkesseln bringt nicht wirklich was hier. Wir kommen aber hier nicht wirklich voran. Ja, das Problem ist, weil die hier bei dieser Scheiß, weil die sich hier so verschanzt haben, also die Verschanzungsstufe von denen ist ja, schaut mal an, bei 7. Die haben gerade mal 1 und 2. Aber hier 5 und 8, ja, dem müssen wir natürlich schauen, dass wir den zuerst wegkriegen hier unten. Ah, wir haben einen Transporter versenkt. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir mit den Italienern jetzt denen den Rücken hier einfallen irgendwie. Jetzt greifen sie das italienische U-Boot an. Oh nein, wir haben die Einheit verloren. Ja, shit. Ah, jetzt haben sie aber schon einiges an Schaden kassiert hier unten. Ne? Und vor allem unser Panzer. Ja, sind uns, bekommen unsere Einheiten jetzt Nachschub oder bekommen sie keinen? Müssen wir mal schnell mal hier reinschauen. Wie schaut es mit der militärischen Stärke aus? Wir sind immer noch vorne. Aber ihr seht schon, die ziehen nach jetzt langsam.
Wir müssen hier durchkommen. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Tun wir jetzt mal den weg. So, und jetzt ziehen wir mal mit den Italienern hier hoch. Oh, na, ist ja schon. Die kriegen natürlich ordentlich eine aufs Dach. Ich glaube, wenn wir jetzt auch mit unseren Kriegsschiffen hier angreifen, werden wir auch nicht wirklich. 3-3. Na, seht ihr schon. Oh, der war gut. Der war wirklich gut. So, den könnten wir. Können wir die nicht nach hier unten irgendwo hinziehen? Hier können wir über Land drüber, aber hier unten nicht. Muss man dann mal probieren, ob es funktioniert, dass wir hier runterkommen. Also das Schiff haben es wirklich ordentlicher. Schaut euch mal das an. Perfekt, was sie hier gemacht haben. Was haben wir jetzt hier in unseren Einheiten hier noch? 234 Punkte. Na komm, wir hauen jetzt unser Flugzeug. Oh, kostet gleich 160. Ne, das können wir nicht bringen. Das können wir nicht bringen. Hier haben wir 9, 10. Den müssen wir mal ein bisschen aufwerten, damit wir den fliehen. Rename, können wir den Namen ändern? Freilich. 8, 10. Tja. Wir können es weitermachen, ja. Und ich glaube, bei den Italienern sparen wir erstmal auf was Besseres. Ah, shit. Jetzt hat er hier wieder auf 7. Jetzt greift hier die Italiener an. Aber sie leben noch mit 3 Punkten. Jetzt haben sie eingekesselt, schaut hin. Da müssen wir schauen, dass wir den hier auf jeden Fall rausbekommen. So, wir wollen jetzt erstmal den hier Schiff hier versenken. Nein, der hat noch. Aber jetzt. So, der ist versenkt. Dass wir hier nicht durchkommen. Das ist unvorstellbar. Na, wir kommen hier nicht raus. 3, müssen wir dem eigentlich hier helfen? So, dann ziehen wir mal trotzdem hier weiter. Aufwerten. Ja, den müssen wir mal aufwerten hier. Die müssen sich nur mal bewegen. Dauerschab mein. 8, Stufe 8. Verschanzt. Der hat Stufe 3. Wir kommen hier aber nicht wirklich hin. Da haben wir 9. Da müssen wir die Arme drunter bringen. Unsere Flieger, ja, müssen wir aufwerten. Genau 100 Punkte, ist aber wenigstens wieder Stufe 10. Okay, da haben wir eh noch. Dass wir vielleicht für die Italiener einen Panzer oder was kaufen, ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt gehen die Italiener hier drauf, oder? Ja. Nein? Wo schaut man hin? Die Italiener haben überlebt hier. Ah, jetzt kriegen wir es aber mal hinter die eigenen Reihen. Das passt. So, die haben wir zerlegt. Perfekt.
müssen jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich hier von den Franzosen wegbekommen, dass wir Paris einnehmen. Überhaupt nichts verschanzt. Die sind schon bei der zweiten Stufe von der Verschanzung. Bei der Erfahrung Stärke 5. Die müssten wir aber trotzdem mal verbessern hier. Und gleich mal wieder auf 10. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Flieger hier drauf. Macht doch einen Schaden. Wir machen keinen Schaden. Schaut euch das an. Dann ziehen wir den hier rein. Nein! Greifen wir das jetzt mal seinen Flieger hier an. Die lassen wir so. Die Italiener sind, glaube ich, erstmal sicher. Schauen wir mal schnell bei den Italienern hier rein. Da müssen die Preise gleich sein, oder? Ja, sind die gleichen Preise. 325 für den Panzer. Ja, die Werte von den Einheiten sind genau gleich. Also das hat überhaupt nichts zu sagen, dass die Italiener schlechter sind wie die Deutschen. Die Werte sind gleich. Dann kaufen wir jetzt mit dem Panzer. Das Gute ist schon mal in dem Spiel, wir haben keine Wartezeiten wie in Europe at War, weil hier hat man jetzt zum Beispiel für normale Infanterie kann man gleich einsetzen. Für das motorisierte Korps muss man vielleicht 2 Runden warten, für Panzer 4 Runden. So ist es jetzt in dem. Bei dem Spiel kann man es gleich einsetzen. Ihr seht es hier. Dann haben wir nicht ganz unsere Einheiten zur Verfügung. So, hier sind wir ja komplett durch. Dann können wir die Runde beenden. Aber wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir jetzt auf Brief gehen und die 2 Einheiten hier lassen. Also hier glaube ich, wenn wir uns noch die Zähne ausbeißen. Unser U-Boot ist getaucht für einen Angriff. Nein, ich habe gedacht, dass die sicher waren hier unten. Ne? Doch nicht. Also wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir Paris einnehmen. Vielleicht verschwinden dann die ganzen Feindeinheiten. So, hier ziehen wir mal zurück. Unser U-Boot, den zum Schuss. Ne, wir kommen hier nicht runter. Das ist ja scheiße. Okay, dann ziehen wir halt einfach mal hier hoch. So, wir können unseren Panzer mitziehen. Nein, falsch. Und den hier angreifen. So, und jetzt gehen wir einfach mal auf Paris. Was hat der denn für eine Verschanzung? Der hat 4, der hat 3. Das gibt's nicht. Ohne Scheiß, dass wir hier nicht weiterkommen. Wir kommen hier einfach nicht weiter. So, die Flieger würde ich sagen, lassen wir jetzt erstmal so. Mehr kaufen können wir uns ja sowieso nicht. Wie schaut's hier jetzt aus? Das passt. Ja, unsere U-Boote haben auf jeden Fall mal wieder glorreich zugeschlagen. Perfekt. Na, der wertet immer wieder seine Einheiten auf. Auf jeden Fall das italienische Schlachtschiff weg.
Ja, die brauchen natürlich einiges an Punkten immer für Hauptquartier hier. Wir sparen. Wir sparen wirklich 297 Punkte. Panzer. Ich glaube aber trotzdem, dass wir die hier mal nehmen. So, die bringen wir hier rein. Einheiten aufwerten. Da mit denen müssen wir aufpassen. Mit unseren Fliegern sehe ich jetzt erstmal kein Problem, weil der gegnerische Flieger hier oben ist. Die Italiener, den müssen wir zurückziehen hier mit der Nummer 4. Und der auf jeden Fall. 3. Hat unser U-Boot eine Chance? Ah, immer noch eins. Müssen wir so machen. Okay, das eine Schiff ist schon mal weg. Dann müssen wir aufpassen mit unserem Schiff wegen dem Flugzeug hier. Wartet mal, hier unten ist ein Hafen. Wenn wir jetzt hier hinziehen. Dann. Ja, wir können aber die Einheit nicht hier runterziehen. Wieso nicht? Wir sind doch am Hafen. Die halten hier drüben. Das sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, mit Schiffe. Da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen was erobern, damit wir unsere Flotte ausbauen können. Weil so brauchen wir unmassam. Ne, seht ihr? Battleship. So, Schlachtschiff. 660 Punkte. Kreuzer 550. Der Flugzeugträger 700. Das U-Boot 358. Also das sind schon enorme Punktzahlen hier. Da würde ich sagen, wir lassen die Flotte jetzt erstmal wirklich komplett zurück. Und schauen erstmal auf unsere Landeinheiten, dass wir hier erstmal vorkommen und vor allem Paris einnehmen. Wenn wir jetzt Paris einkesseln, ist die Frage, kann er seine Einheiten aufwerten? Vielleicht hat das was mit Nachschub zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier dicht machen und wir machen ihm Schaden, dass er zum Beispiel auf 5 ist, ob er dann noch seine Einheit wieder aufwerten kann. Ich weiß nicht, wie das mit dem Nachschub hier läuft. Werden wir auf jeden Fall sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass ihr weiterhin auf unserem Feldzug dabei bleibt. Dann euch einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.